Was geht ab, Freunde? Willkommen zur monatlichen Übersicht der PlayStation Plus Essential Spiele, diesmal für den Monat Juni. Alle Spiele wurden schon offiziell bestätigt, deswegen wie immer, schreibt mir in die Kommentare, wie würdet ihr den Monat bewerten von 1 bis 10. Gerne auch ein Like da lassen für das Video. Ich komme ein bisschen spät jetzt mit der Info, oder beziehungsweise mit dem Video, weil es wurde gestern schon preisgegeben, die Spiele. Obwohl es eigentlich erst am Mittwoch 17.30 Uhr sein sollte. Ich war unterwegs, ich habe es nicht mitbekommen. Naja, besser spät als nie. Aber wie gesagt, gerne euer Feedback in die Kommentare. Ihr seht schon das erste Spiel im Hintergrund, das ist SpongeBob, der gute alte SpongeBob im neuesten Spiel von ihm. Und zwar Cosmic Shake. Habe ich auch komplett Let's Played auf meinem Zweitkanal, der Sorbus Gaming. Und ich fand's nice, ich fand's wirklich nice als kleines, cooles Jump'n'Run. Man ist mit SpongeBob in verschiedenen Umgebungen unterwegs, in verschiedenen Zeitaltern und muss so ein bisschen auch die Welt halt wieder retten mit einer coolen Story, coolen Zwischensequenzen, mit den Originalstimmen, so zumindest alle, die noch am Leben sind. Und dementsprechend ist es ein cooles Game, das macht echt Laune. Ich glaube vor kurzem, vor ein paar Monaten kam erst das Next-Gen-Upgrade. Damals gab es ja glaube ich nur die PS4, als ich gezockt habe, die Version. Und geiles Game. Hat Spaß gemacht. Ist halt SpongeBob. Jeder, der SpongeBob mag, der sollte auf jeden Fall da mal einen Blick reinwerfen. Ja, von als nächstes haben wir denn ein Wrestling-Spiel. Mal kein Wrestling-Spiel von 2K, sondern ein Konkurrenzprodukt mit einer kleineren Lizenz. Ist auf jeden Fall nicht so groß wie WWE natürlich. WWE ist natürlich deutlich größer, aber auch bei den 2K-Games muss man ja auch immer wieder sagen, die sind ja immer verseucht mit Microtransaction. Hier soll es anscheinend nicht so sein, soll auch von so einem kleineren Studio sein. Und so wie ich das gehört habe, soll es ganz cool gewesen sein, aber nicht so der krasse Superkracher. Ne? Ich weiß nicht genau, ich habe es jetzt selber nicht gespielt. Vielleicht werfe ich mal einen Blick rein, vielleicht auch nicht, ich bin mir noch nicht so sicher. Aber ja, ist okay, würde ich sagen, oder? Ist okay. So, Freunde, als letztes Spiel haben wir dann Streets of Rage 4, Freunde. Und wer auf Beat'em-Ups steht, auf Brawler-Games, wie diese Art von Games, der muss dieses Spiel gespielt haben. Ich fand's richtig geil. Kam, als es frisch draußen war, direkt in Game Pass. Damals habe ich auch direkt das ganze Spiel durchgespielt. Geht ja auch nicht lange. Solche Spiele gehen ja meistens so 2-3 Stunden. Und dann kann man das immer wieder spielen mit anderen Charakteren. Und ihr seht schon den Artstyle, der ist cool. Das Gameplay macht Spaß. Ich fand's wirklich sehr nice. Und wer auf solche Spiele steht, wer solche Spiele gerne spielt, der hat es entweder schon gespielt oder der hat es auf jeden Fall auf dem Schirm, weil es einer der besten Teile der letzten Jahre ist in dem Genre. Und wenn man Bock hat auf so eine Art Game, da macht ihr absolut nichts falsch. Kann man natürlich auch komplett im Koop spielen. Also Coach-Koop vor allem noch, das macht immer Laune. Ne? Gibt ja sehr wenige Spiele, wo du es heutzutage noch kannst und das habe ich auch genauso gemacht. Ich hatte meinen Spaß, ich fand's nice. Und dementsprechend kenne ich das natürlich schon. Ich habe auch SpongeBob selber schon. Das Wrestling-Spiel interessiert mich jetzt nicht so wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin. Dementsprechend für mich persönlich ein schwacher Monat. Echt ein schwacher Monat, weil SpongeBob ist cool, ist ein cooles Game, aber ich hab's schon. Streets of Rage habe ich schon selber gespielt. Ist natürlich ein geiles Game in dem Genre. Aber ja, und dann halt Wrestling. Ja, ich weiß nicht. Für mich persönlich schwach, aber sagt mir gerne in den Kommentaren, was ihr vom Monat haltet. Und ansonsten, danke fürs Zusehen. Und ich habe jetzt gerade noch die frische Info, Freunde. Am 30. jetzt am Donnerstag gibt es eine State of Play von Sony, die werde ich natürlich streamen. Mindestens auf Twitch, vielleicht auch einfach auf YouTube und Twitch mal schauen. Dementsprechend seid ihr gerne am Start. Da habe ich Bock drauf. Ich hoffe, da gibt es endlich mal ein paar neue Informationen von Sony. Es wird auf jeden Fall Zeit. Also, danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.